So, willkommen zurück zu Heretic Episode 1 Map 3 mit der wohl dümmsten Idee, die ich hier hatte, das dunkelste Spiel der Welt am hellsten Tag der Welt zu spielen. Ja, mal gucken. So. Aha. Diese verblüffende Symmetrie immer. Wenn man bei der einen Seite die Gegner schon hat, dann weiß man genau, wo man bei der anderen Seite Gegner erwarten kann. Ah, lol, es fällt mir jetzt gerade erst auf, die können ja Fernangriffe. Aha, nice. Das heißt, es gibt hier auch immer enhanced Versionen. Das war das also vielleicht doch so, dass diese die Typen, die diese grünen und roten Äxte da verschießen, in der ersten Map tatsächlich keine Fernangriffe konnten und erst in den späteren Maps dann konnten. Da gibt es hier wahrscheinlich immer eine normale Version und quasi eine erweiterte Version. Oh. Ja, seht ihr, hier könnte ich jetzt zum Beispiel rauf. Mache ich aber nicht, weil das wäre wirklich Cheaten und keine Abkürzung im klassischen Sinne mehr. Okay. Oh. So, das heißt, bei den Viechern muss ich jetzt aufpassen, weil die jetzt genauso nervig werden wie die, wie ihre Geschwister quasi bei Hexen. Achso, Rüstung haben wir schon. So. Gucken wir mal. Warum muss ja alles so dunkel sein, Alter? Wow! Ach ja! Da war ja was mit der Türschwelle. Ja, was ich früher übrigens immer extrem verwirrend fand, achtet mal auf das Ding da. Das sieht genauso aus wie das Symbol unten im Hut, von dem gelben Key. Das ist aber nicht der gelbe Key, sondern das ist einfach von der Waffe, die ich gerade aktuell habe. Also quasi wie eine Clipbox. Also quasi diese kleinen, die hier geben immer 10 oder so zurück. Und diese Dinger, die geben quasi genau das gleiche wie die, aber mehr. Wie viel mehr, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es ist auf jeden Fall mehr. So, der grüne Key. Oh, wenn es hell leuchtet, ist das auf jeden Fall eine Falle. Angestochen. Ach ja, mir fällt gerade ein. Oh Gott. Eins der Sachen, die ich an Hexen und Heretic am meisten gehasst habe damals, das wird also bei Hexen wahrscheinlich auch so sein: das Inventar. Wer genau aufgepasst hat, dem ist gerade genauso wie mir aufgefallen. Eigentlich müssten wir von den Sachen hier jeweils schon wesentlich mehr haben. Also bei den Sachen hier weiß ich nicht, bei denen müssten wir schon mehrere haben. Hier haben wir glaube ich nur eins, hier auch nur. Hier müssten wir schon mindestens zwei haben, hier müssten wir auch mehr gehabt haben. Das Problem ist, immer wenn man bei Heretic und bei Hex ein Level verlässt und das nächste Level geht, wird das Inventar quasi ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, überall wo man mehr als 1 hat, hat man dann im nächsten Level nur noch 1. Danke dafür, Merkel. Das heißt, wir können die Dinger hier, also diese Flashcans, horten, wie wir wollen.
bringt uns nichts, weil wir nehmen eh nur ein einziges mit ins nächste Level. Ja, da war was. Oh, das habe ich schon als Kind so gehasst, wir werden es auch jetzt hassen. Ah, okay, geben also 50. Und die geben halt immer nur 10. Die wehren sich nicht mal. Beziehungsweise sie kommen gar nicht dazu, sich zu wehren. Sind doch quasi die schwächsten Gegner überhaupt, solange man sie nicht an sich rankommen lässt. Weil ihr Nahangriff, der hat mächtig Power. Oh, ein roter. Oh, willst du mich verarschen? Was ist unfair? Was macht man nicht? Das ist unsportlich. My friend. Oh, der gelbe Key. Was? Wie wo? Ach du Scheiß, wollt ihr mich verarschen? Ach du Kacke. Holy moly, what the moly! Willst du mich ruinieren? Wenn ja, werde ich dich urinieren. Komm mal her, ja. Komm mal her, du. Ja, versuch's mal. Hä? Die Fässer sind mein bester Freund. Mistgeburt. Stimmt. Da ist noch einer! Da ist noch einer! Leute, was stimmt mit euch nicht? Habt ihr zu viel geraucht oder was? Ja, ich muss mich auch unbedingt mal auseinandersetzen, was diese ganzen Items alle machen, weil ich habe keine Ahnung, was macht. Also ich weiß, was diese Sanduhren sind, glaube ich, Bomben oder so, die nach einer gewissen Zeit hochgehen. Das hat man ja gesehen, das ist unsterblich, also dieser Ring hier ist Unsterblichkeit. Das macht wahrscheinlich Licht. Was das hier macht, keine Ahnung. Und das ist halt Regeneration. Aber eben, ich weiß halt bei dem Ding nicht, was es macht. Ich weiß bei dem Ding nicht, was es macht. Und es gibt noch viel mehr Items, von denen ich auch nicht weiß, was sie machen. Also entweder probieren wir die Sachen einfach mal random irgendwie mal aus. Wobei bei dem Buch, die machen, glaube ich, meine Angriffe stärker. Aber keine Ahnung, ob das denn für die gesamte restliche Zeit gilt. Ob das nur für eine gewisse Zeit gilt. Oder wenn das für die gesamte Zeit gilt. Ob das denn stackbar ist, halt, also wenn ich drei Bücher einsetze, bin ich dreimal stärker. Und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, so was ich hier draußen habe. Dieses Secret habe ich übrigens nie erreicht. Man kommt da offensichtlich raus, aber ich habe bis heute nicht herausgefunden, wie man da rauskommt. Ja, das war auch so eine traumatisierende Erinnerung. Da habe ich damals Stunden verbracht. Von daher kenne ich die Map hier auch ein bisschen auswendiger als die anderen Maps. Einfach weil ich aufgrund von diesen scheiß Ding da Ewigkeit mit verbracht habe. Nicht hauen. Ich sollte einfach Rückzug machen hier. Bam. Ist am sichersten. Immer hinter Ecken verstecken, das geht am idealsten. So. Achso, wenn die übrigens droppen, also ich habe ja gerade diese grünen Dinger gesehen. Wenn die welche droppen oder welche so rumliegen, dann gibt das generell 5 Pfeile zurück. Und so ein Bündel hat man ja letztens gehabt. Die geben dann halt immer. Wie viel waren es? Oh, da ist das auch schon wieder was geöffnet. 20, genau, 20. Oder war das? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Ah! Oh, schnell raus. So, das brauchen wir wahrscheinlich nicht, weil ich weiß nicht, wie viel das Ding hier wieder herrscht. Wir können einfach mal ganz kurz gucken. Komm. Ich verschieße mal ganz kurz ein bisschen hier, ne? Ein bisschen. Damit wir mal taktisch ja, herausfinden können, quasi. Achso, doch, jetzt werden wir fest. Am Anfang hatten wir das Ding aufgesammelt und hatten 25 bekommen. Nee, nur 20? Warum hatten wir denn am Anfang, als wir die Waffe zum ersten Mal aufgesammelt hatten, 25? Dann hatten wir das davor schon um 5 Missionen aufgesammelt gehabt. Das wäre natürlich möglich. Na gut, auf jeden Fall gibt es tatsächlich 20. Genauso wie diese komischen Packels davon. Gut zu wissen. So, das Ding hier gibt 5.
So, jetzt haben wir den gelben Key. Mit dem kommen wir. Ach, genau, hier rein. Fahler, schau mal einen an. Wow. Ist der gerade in den Tod geflogen? Was hast du gerade geöffnet? Oh! Noch einer? Ach, hier drin hat sich was. Ach, läuft mich doch am Arsch. Hallo, hallo. Keiner mehr da. Boah, hat der gerade getroffen, kann das sein? Wow. Aua. Oh. Oh. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht scheiße. Fuck, was mache ich denn hier? Raus, weg und ran in den Speck. Guck mal her. Bist kaputt da. Stirb halt. Ich werde hier gerade ein bisschen auf den Sack. Ich glaube, die erledige ich mal ganz kurz. Ja. Fertig. Wow, Alter, so rote. Digga, was muss mit dir? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Hä? Seriously, wo kommt der her? Lebt er noch? Nee, ich bin jetzt tot. Ach, hier ist wieder das Außenfeld. Okay. Hier sieht doch noch. Geht doch. Oh, das ist wieder so scheiße dunkel. Oh Mann, ey. Das gefreut mir ja gar nie. Wow. Alter. Warum treffen die mich? Okay, ist das ein Ei oder was? Also, es wird offen da draußen und ich weiß immer noch nicht, wie man da rauskommt. Ich hab's nie herausgefunden, ich werde es wahrscheinlich auch nie herausfinden. Es wird mich wahrscheinlich wie ein Fluch verfolgen. Ah, egal. So, hier war ein bisschen Munition davon. Da brauchen wir ein. Was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben nur die gelben Key. Wir müssen noch also irgendwo. Ach ja, hier oben geht's ja noch weiter. Na komm her. Wendeltreppe nach oben ist immer sehr bequem. Wow. Nein! Alter, ich sag's doch. Echt bequem. Hallo, kommt jetzt bitte her. Was ist los? Dankeschön. Ah, hier gibt's den grünen Key. Ja. Wo bin ich? Am Anfang. Okay. Der grüne Key, oder ist auch schon wieder so ein Book of Power, of, keine Ahnung was. Ach, der grüne Key. In die große Raum. Ist das schon das Ende? Transparenter? Die gibt's auch in unsichtbar? Okay, ich glaube, er ist tot. Yay, er ist tot.
Okay, ein paar Fläschchen gibt's ja noch. So, sammeln wir hier mal so ein bisschen Munition ein. Perfekt. Pfeile. Können wir quasi direkt ins Ziel laufen. Oh, da ist noch einer. So, aber wo geht's eigentlich hier nochmal lang? Oh Gott. Weißt du was, wir nehmen mal die Waffe hier. Einfach weil, weil das so eine Munition oben liegt. Ah, das war das hier, wo wir gemacht haben. So, jetzt war ein Schalter, aber was hat er gemacht? Oh, ich kann da langlaufen. Okay. Ah, das ist eine Türchen geöffnet, wo wir sowieso lang gekommen werden, aber wow. Ist ja sehr sportsfreundlich hier, mein lieber Freund, ne? Also, oh, Fackel. Ich glaube, die werden wir auch mal einsetzen, so dunkel wie die Scheiße hier immer ist. Das ist ja scheiße, siehst du da. Ich würde halt nur gerne mal rauskommen. Das Problem ist, ich bin schon wieder auf diesem Versuchsmodus, wo ich mir garantiert wieder jahrelang festhalte. Das wäre ein Let's Play. Kacke. Was? Achso, ja. Weil die Viecher wieder draußen. Wo kommst du denn her? Okay, die Treppe kenne ich gar nicht. Hat sich die jetzt mit dem Schalter gerade geöffnet, an den ich mich auch nicht erinnern kann? Aua! Das wird jetzt aber nicht so ausblechen, oder? Das wäre mir super awesome. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding gefunden habe. Ja, es ist der Außenbereich. LOL. Nur die Frage ist, wie kam ich da hin? Was habe ich jetzt gemacht? Also ich habe diesen einen Schalter da aktiviert. Ja, der letzte Schalter, den wir aktiviert haben. Wo sind wir überhaupt gerade? Achso, da. Da drüben habe ich ja diesen einen Schalter aktiviert. Nein, nicht da. Wo war denn das? Oh, Alter, ist das, oh, Alter, was ist das für eine Strömung? Oh, Boni. Keine Feinde? Okay, geil. Oh, ja klar, von mir keine Feinde. Überhaupt keine Feinde. Keine Bissen. Ach ja, da war ja was. Guckt mal. Ach du Scheiße, okay, vergiss das. Lass weglaufen hier. Wie man gerade gesehen hat, von der Strömung wird auch witzigerweise normale Munition abgelenkt. Das heißt, wenn die Strömung jetzt von mir aus gesehen nach rechts läuft und ein Gegner vor mir auf mich schießt, brauche ich quasi genau genommen gar nicht aus, weil ich sogar einfach stehen bleibe, weil deine Munition sowieso abgelenkt wird. Durch die Strömung. Ist voll witzig, aber scheinbar gilt das nur für die grüne und nicht für die rote. Also für die grünen Schüsse. War natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich mich darauf verlassen hatte, dass es natürlich dann auf alles gilt. Naja, was soll's. So, jetzt haben wir hiervon gerade mal. Wir hätten mal etwas von dieser grünen Munition verwenden sollen. Die war auch stärker gewesen. Komm, wir machen das nochmal mit der grünen. Damit wir die mal ein bisschen mehr einsetzen hier. Damit wir mal die Minigun hier ein bisschen schonen. Wow, oh, Scheiße. Was mache ich denn jetzt hier? Ah, siehst du, meine Munition wird nämlich auch abgelenkt. Kacke. Also, wo muss ich denn schießen? Ja. Gegen die Strömung schießen ist eine schlechte Idee. Okay, alle weg. Wenn man nämlich genau gegen die Strömung schießt, dann kann man sich damit wahrscheinlich sogar selber treffen. Wäre natürlich schon blöd. Okay, wir brauchen erstmal ein paar Fläschchens, damit wir ein bisschen Health bekommen. Gut, wir könnten auch am Ende der Map diese rosanen Flaschen verwenden. Weil die können sich ja eh nicht aufheben. Danke dafür, Angela Merkel. Okay. So, jetzt haben wir eigentlich alle Munition. Ne, hier haben wir noch nicht alles, aber egal.
Was ist schon wieder? Alter, andere bewegen sich über die Sachen. So, da würde ich gerne hin. Da oben würde ich auch gerne hin. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Okay, da sind Schalter. Ich kann mich auch daran erinnern, dass sich hier einmal eins von diesen Dingen geöffnet hat, aber ich weiß gerade nicht, wie das geht. Ah, oh, wow. Ich glaube, das war's sogar schon. Ja, das war's. Okay. Rätsel gelöst. Aber nur eins von beiden. Oh. Reicht aber schon aus. Oh. Ach du Scheiße. Das war eine schlechte Idee. Oh, das war eine richtig schlechte Idee. Alter, ich bin eingekesselt. Hilfe! Aua! Das tut doch weh! Lass das mal bleiben, Leute! Warum sind da so viele? Machen die Infighting oder was? Die machen Infighting, kann das sein? Ja, die machen. Ja, wow, die machen Infighting. LOL! Die machen ernsthaft Infighting. Die beide kämpfen gegeneinander und. Ne, die beide nicht. Okay, jetzt haben sich die beide aus dem Blick verloren. Der eine ist hinter dem Ding, der andere ist vor dem Ding. Ah, da kommen sie. Und sie kämpfen wieder gegeneinander. Und wer wird gewinnen? Oh. Der Rote hat gewonnen und der Rote hat verloren. Was für ein unvorhersehbares Ende. Okay, jetzt sind wir wieder drauf. Hier ist nichts, aber hier ist eine ganze Menge. Sehr schön. Oh, sie geht noch weiter runter. Okay. Aua, scheiße. Was ist jetzt hier? Wo? Bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Hilfe. Nee, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Achso, siehst du, man kann ja Strafe Running, ne? Oder auch nicht. Hab ich wahrscheinlich wieder zu blöd angestellt. Ach, ich will darauf. Wie denn? Von welcher Seite kann man denn am besten... Ah, so. Und jetzt da hinten ist es. Das heißt, ich muss jetzt hier runter. Genau. Ja, voilà. Da haben wir es doch. War ich wieder auf der falschen Seite? Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Geht doch. So, ah, jetzt sogar noch mal ein bisschen... Oh, das Ding geht tatsächlich komplett runter einmal. Nice. Wie viel brauchen wir noch? Noch 60. Ich glaube, die 60 kriegen wir hier nicht zusammen. Schade eigentlich. Aber wir haben zumindest nicht wieder gut aufgefüllt. Okay, das war doch ganz geil. So, dann kann ich jetzt auch zufrieden ins Ziel rennen. Ich will nur noch mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Gucken, ob die Dinger hier wirklich 20 auffüllen oder ob die tatsächlich mehr auffüllen. So. Ja doch, füllen 20 auf. Na gut. Dann hätte man das auch geklärt. Sehr schön. Ab ins Ziel. Das Ziel war jetzt hier bei der grünen Tür, ne? Ja. So. Dazu. Scheiße, doch, wir sind fertig. Moment mal. Der Knopf leuchtet, der Knopf ist aus. Ah, deswegen auch zwei Schalter. Moment schon mal. Was ist jetzt schon wieder? Ah. Lol. Da wird man erstmal zum Schalter hochgefahren. Oh, ja. Okay. Das ist die Map, wo ich immer aufgehört hatte mit dem, mit dem Spielen. Oh Gott. Na, mal gucken, ob wir die... Ich glaube, die Map wird ein bisschen länger dauern. Die Map ist nämlich ganz schön irre. Wer von Doom 2, glaube ich, war das? Oder war das Final Doom? Keine Ahnung. Diese City Map kennt. Also nicht die erste mit den paar Häusern da, sondern diese... doch, das war bei Final Doom. Okay, kennt ihr also noch gar nicht, wenn ihr nur meine Let's Plays kennt. Ja, ist eine extrem verwinkelte Map. Danke dafür, Merkel.